Herzlich willkommen zu einem neuen Schulungsvideo. Deepbox zu Abacus, Benachrichtigung abschalten. Mein Name ist Wojn Dakovic und ich arbeite bei der StartNow.Support AG. Wie schon erwähnt, geht es um Benachrichtigungen zwischen Deepbox und Abacus, wenn man Dateien erfolgreich transformieren tut zwischen Deepbox und Abacus. Und dann bekommt man natürlich viel zu viele Nachrichten irgendwann. Die wollen wir ja irgendwann mal abschalten und nur noch die nicht erfolgreichen haben, damit wir wissen, ah, wir haben fehlerhafte Dateien. Wie ihr schon gesehen habt, habe ich das ABAC-Client offen für euch und die Reihenfolge geht wie folgt. Entweder tut man da in der Deep Cloud Verwaltung Q908 unter Favoriten drücken oder man kann es auch suchen, Q908 Enter und dann kommt es die Cloud-Verwaltungsfenster auf. Dann geht man natürlich zu dem Mandant, wo man das wird abschalten, könnt erstellen und bearbeiten, kommt das neue Fenster Trigger bearbeiten. Nachher geht man zu dem Prozess Input Variable bearbeiten. So, da seht ihr auch schon unsere IDs, wo man kann etwas bearbeiten und das sind auch die möglichen Sachen. Wir nehmen den fixen Wert, gehen zu Don't Send Success Messages, lassen sie einmal fallen und dann haben wir einen neuen Fenster offen. Dort tut man beim Wert den Haken setzen. Okay, und da hat man eine Veränderung gesehen. Jetzt bekommt man keine erfolgreiche Benachrichtigung mehr über zwischen Deepbox und Abacus. Noch einmal bitte OK drücken, speichern und es ist erledigt. Ich danke euch vielmals und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.